Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks auf den Testservern. Und ja, heute mit dem T62A unterwegs auf der nicht so schönen Map, finde ich auf jeden Fall. Ich mag die Map nicht so. Highway. Und ja, wir fahren hier, oder was? Das ist mein Telefon. Ja, wir sind hier unterwegs mit dem Captain Rex. In seinem M48 und Halo, den kennt ihr wahrscheinlich sowieso schon. Mit dem fahre ich ja echt andauernd. Tag Halo. Mit dem auch ebenfalls mit seinem T62A. Und ja, jetzt hatte er die schlaue Idee, einfach mal rüber zu fahren. Ach ja, vorab, ich kommentiere das jetzt nach, weil ich das Gefecht einfach nicht aufgenommen habe zu dem Zeitpunkt. Ich hatte einfach keine Fraps an. Und wenn ich jedes Gefecht aufnehmen würde, dann wäre meine Festplatte aber voll. Ja, hier kommt schon der erste Gegner an, der Bedshed, den wir sehr schnell ja, kaputt gemacht haben. Und ja, nicht wie zu erwarten, genau, kommt jetzt die Artillerie, da wir halt freier Fläche sind. Warum er mir jetzt da reinfährt, weiß ich immer noch nicht. Naja, egal. Und wieder kaputt. Problem ist ja auch, das sind drei Widget-Artis. Das heißt, die könnten uns jetzt. Da habe ich jetzt aber mal ihn, weil er hat. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht mehr. Was. Ja, ich glaube, er hat. Haha, ihr werdet beschossen oder so. Da habe ich ihm da halt mal eben eine neben seinen Panzer gesetzt. Und jetzt. Ich bin mir bewusst, dass die Artis immer noch sicher auf mich zielen. Aber ich wollte in dem Objekt einfach noch eine reinsetzen. Ja. Ja, der T62, der ist irre schnell, also der ist extrem schnell, extrem wendig. Hat, also auf jeden Fall dreht er schneller, jeweils Turm und ich weiß nicht, doch, er dreht glaube ich insgesamt schneller als der Patton. Jedoch habe ich halt bei den Russen nie was gefahren und deswegen habe ich den halt nicht erforscht. Ja, jetzt sehen wir da hier, er zielt auf Halo. Halo hat ja noch seine 1300 da. Aber da sehen wir auch gleich die nächsten Gegner. Aber da ist er ja. Muss sich schnell handeln. Generell schnell handeln. Und da hat er halt Probleme. Und deswegen fahre ich mal raus. Das Praktische halt, wir waren im TS. Wir haben konzentriertes Feuer. Konzentriertes Feuer ohne Markieren oder so gemacht auf das Objekt. Weil das dadurch halt schneller down ist. Badum-tsch. So, hier tut sich der ESI mal ein bisschen schwer, logischerweise. Jetzt fahre ich dem Halo mal eben kurz in den Weg. Weil, ja, ist hier bergunter. Das heißt, wir können recht gut ausweichen, bla. Da habe ich auch noch einen daneben gesetzt. Das war ein taktischer Fehler vom ESI. Er hätte nicht runterfahren sollen, weil, ja, dadurch ist es dann jetzt noch langsamer nach unten gegangen. Konnte er schlechter drehen. So, jetzt einfach Auto-M rein und draufknallen. Bam, war er tot. Ja, der T62A. Mordsmaschine. Ich habe ihm noch eine gedrückt und Halo hat ihn gekillt. Gekillt. Ja, jetzt bin ich leider tot. Mal sehen, was Halo noch so reißt. Die Bäume reißt er auf jeden Fall um. Sehr schlecht. Das ist schlecht. Naja. Er muss auf jeden Fall aufpassen, weil er hat 58 AP, das reicht, was weiß ich. Ich könnte die 3 Meter. Nein, nicht mal 3 Meter, 5 Meter neben ihn schießen und die bashen ihn immer noch. So. Ja, ich würde mal sagen, das war ein Team-Bash. Wir haben jetzt hier zu dritt 4 Kills. Na, das ist jetzt nicht so was von prickelnd, aber es geht doch. Also es läuft. Auf jeden Fall haben unsere Artis gut gespielt, das muss ich sagen. Boah, da hat er da ganz, ganz viel Glück gehabt. Ja, es hat im Chat einer reingeschrieben. Es wäre auf A-Dingens. Auf A0 ist, aber ja. Ich habe ihm das dann auch gesagt, aber er wollte lieber da hinten hinfahren. Aber jetzt haben wir halt das Ergebnis davon.
Außerdem, wenn ihr jetzt jemanden sieht, der eure Position preisgibt, sagen wir, der war es, dann könnt ihr jetzt hier drauf und ich kann ihn, glaube ich, kann ihn melden. Ah, okay, lol. Das ist jetzt ein bisschen unlogisch. Ich bin ja gerade im Replay, das sollte also eigentlich nicht funktionieren. Ich frage mich jetzt, wie das endet. Victory. Ach so, ja. Das ist nicht so praktisch, weil man den Gefechtsdingens nicht mehr hat. Das heißt, wir stehen jetzt hier rum. Ich will endlich mal eine freie Kamera. Naja, auf jeden Fall kann man hier jetzt auch, ja, hier Provokation, das ist normal, Spam, Revealing, das ist, das heißt, wow, shit, das ist draußen, das heißt so viel wie, ja, eure Position verraten, das heißt, wenn das Objekt meine Position verraten hat, kann ich ihn dafür melden, Pushing out an enemy, das ist dann Unfair Play, das ist dann, ich weiß gar nicht, was, wie definiert man unfaires Spielen. Team Damage, das kennen wir. IDLE Bot, das verstehe ich auch nicht. Weil, also ich, klar, Bot ist klar, aber IDLE, das, oder ist es LDLE oder IDIE, das wissen wir nicht. Ja, dann, oder warte mal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wollt. Bewertet das Video und ja, schaut euch das nächste an. Tschüss.